Halli, herzlich willkommen im Raum hinter dem 12. Türchen meiner kleinen Weihnachtsküche. Es gibt heute Mohn-Marzipan-Creme mit Punschkirschen und Sahnehäubchen und Mandelsplitter. Und dazu benötige ich für die Punschkirschen ein Glas Sauerkirschen. Ich brauche heute nur das halbe Glas. Ich werde Frucht und Saft trennen. Die Hälfte vom Saft werde ich dann aufkochen mit einer Stange Zimt, mit einem Sternanis. Wenn das Ganze so ein bisschen köchelt, werde ich einen Esslöffel Stärkemehl dazu geben. Also ich nehme immer Maisstärke. Dann kommt zum Schluss nochmal, wenn alles schön angeköchelt ist, 2 bis 4 Esslöffel Rum oder, wenn man den nicht mag oder hat, eventuell Kirschwasser, schmeckt auch sehr lecker, auch die gleiche Menge. Wenn Kinder dabei sind, das Ganze natürlich nicht. Dann brauche ich für meine Mohn-Marzipan-Creme natürlich Mohn. Ich nehme hier den fertigen Mohn, Mohnfix nennt sich das, das ist schon aufgeweicht, sofort zum Verarbeiten. Man kann natürlich auch Mohn nehmen, den man trocken kauft. Den muss man dann so ein bisschen aufbrechen und in Milch einweichen. Dauert eine halbe Stunde. Ich spare mir das meistens und nehme halt diesen fertigen. Dann brauche ich hier Marzipan-Rohmasse. Davon nehme ich einen Teil, den werde ich mit ein bisschen Sahne ein bisschen geschmeidiger machen und das nachher unter die Creme rühren. Genauso brauche ich Speisequark. Ich nehme 20%igen Mascarpone-Creme. Dann brauche ich Zucker. Ich nehme hier immer meinen Vanillenzucker, meinen selbstgemachten. Der schmeckt einfach gut, der ist aromatisch. Dann kommen in die Creme noch 2 Esslöffel Mandeln, gehackte Mandeln mit rein. Wenn ich das alles so drin habe, schön durchgerührt habe, dann schlage ich mir die Sahne auf. Die Hälfte der Sahne gebe ich dann auch nochmal unter die Creme. Und ganz zum Schluss kommt nochmal so ein Tupfer auf die Kirschen, die kommen oben auf. Und ein bisschen Mandelsplitter, die werde ich noch ein bisschen anrösten. Den Saft und die Kirschen habe ich jetzt schon mal getrennt. Das sind hier 200 ml Saft. Da kann man aber auch durchaus noch ein bisschen Wasser aufgießen. Dann habe ich hier 2,5 Esslöffel vom Rum. Da gebe ich jetzt gleich noch mal ein bisschen was von dem Saft dazu, einfach damit ich ein bisschen mehr Flüssigkeit habe. Diese Flüssigkeit nehme ich nachher und rühre damit die Stärke an. Ich habe jetzt hier einen Esslöffel, ich mache aber immer erstmal die Hälfte, gieße es an und probiere, wie stark es nachher andickt. Ja, ich werde jetzt den Saft mit den Gewürzen einfach hier in den Topf reingeben. Die beiden Sachen dazu. Und dann stelle ich das jetzt erstmal aufs Feuer und das Ganze einmal aufkochen und dann die Stärke noch dazu geben, die ich mit dem Rum und mit dem Kirschsaft eingerührt habe. Wenn das Ganze dann so 3-4 Minuten geköchelt hat, also mit den Gewürzen, schalte ich einmal kurz aus oder nehme den Topf runter, wenn man mit einem Elektroherd arbeitet. Dann nehme ich hier die Gewürze raus. Ja, man kann sie auch noch ein bisschen länger drin lassen, je nachdem, wie intensiv man das gerne hat. Mir reicht das aber eigentlich so nach 3-4 höchstens 5 Minuten. So, dann stelle ich wieder auf ganz klein und gebe dann meine Stärke, die ich ja mit dem Rum und ein bisschen Kirschsaft verrührt habe, gebe ich jetzt dazu. Ich habe jetzt da ungefähr die Hälfte genommen, also etwa einen halben Esslöffel erstmal. Ich hatte auch noch ein bisschen Flüssigkeit dazu gegeben, den restlichen Saft. Ich habe einfach zu wenig Saft gehabt, fand ich. Es können ruhig immer so 300, 350 ml sein. Wenn man keinen Saft hat, dann kann man natürlich auch einfach ein bisschen mit Wasser aufgießen oder einfach ein bisschen mehr Rum ran machen. Es ist jetzt also insgesamt ein ganzer Esslöffel, vielleicht ein bisschen mehr als ein Esslöffel Stärke dran, sind aber auch insgesamt jetzt 350 ml gewesen. So, und jetzt gebe ich hier die Kirschen mit ran und lasse die dann halt nochmal so ein bisschen ziehen. Einmal hier durchrühren. Das Ganze stelle ich jetzt einfach aufs Fensterbrett nach draußen. Wir haben jetzt hier zurzeit 2 Grad. Da kann das Ganze dann prima abkühlen. Ansonsten muss man halt sehen, auf Zimmertemperatur und dann in den Kühlschrank. Sollte ruhig schön kalt sein. Hier ist jetzt also der Quark und die Mascarpone-Creme drin, jeweils 250 Gramm. Da gebe ich jetzt als erstes mal noch 2 Esslöffel von meinem Vanillezucker mit dran. Den mache ich ja immer selber. Das schmeckt mir einfach gut, ist preiswert und ich weiß, was dran ist. Ja, wer dann auch sehr süß essen mag, kann da also bis zu 4 Löffel ran machen. Mir reicht das völlig aus. Dann gebe ich noch 2 Esslöffel gehackte Mandeln dazu. Und das Ganze verrühre ich jetzt erstmal schön, schön cremig rühren, dass das alles prima vermengt ist. Dann gebe ich meinen Marzipan dazu. Das habe ich mit ein bisschen Milch, kann man aber auch mit Sahne, so ein bisschen geschmeidiger, weicher gemacht.
Das gebe ich dann als nächstes hier mit zu. Und dann zum Schluss jetzt noch Limon. Ich habe den auch noch mal ein bisschen dünnflüssiger gemacht mit so etwa 1,5-2 Esslöffel Milch. Das ist dann einfach ein bisschen besser zu verarbeiten, sonst ist das doch relativ zäh auch noch. Aber man spart sich halt die Einweichzeit und das ist auch völlig okay, es schmeckt. Das rühre ich jetzt auch noch mal unter. Das Ganze braucht man jetzt nicht zu stark und gleichmäßig zu vermischen. Das ist genauso auch eben mit meiner Marzipanmasse. Die habe ich auch nur so untergehoben. Das dürfen da ruhig noch Stellen sein, wo auch kein Mohn mit bei ist. Und auch kein Marzipan. So, das Ganze stelle ich mir jetzt auch erstmal nochmal kalt und werde mir in der Zwischenzeit die Schlagsahne fertig machen. Davon werde ich die Hälfte dann auch noch hier unterrühren oder unterheben. Nachdem jetzt alles schön abgekühlt ist, ich habe mir die Sahne auch schon schön vorgeschlagen, kann jetzt also die Sahne hier mit zugegeben werden, etwa die Hälfte. Und das Ganze dann nochmal unterheben. Also nicht so wirklich doll durchmischen, sondern wirklich nur so ein bisschen unterheben. Ich habe mir das Ganze hier schon mal auf meiner kleinen Platte so ein bisschen zurecht gemacht. Ich werde das jetzt hier einfügen. Hoffentlich klappt das auch so, ohne große Kleckerei. So. Und das mache ich jetzt erstmal bei allen Gläsern. Ich habe die also so gut die Hälfte gefüllt. Jetzt hebe ich hier jeweils die Kirschen rauf. Dann noch ein Klecks Sahne. Und dann ganz zum Schluss von diesen leicht angerösteten Mandelblättchen noch ein bisschen rauf. So. Und das war es dann auch schon. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist ein wunderbares, winterliches, weihnachtliches Dessert. Nicht ganz leicht, aber sehr, sehr lecker. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich wünsche jedem viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Immer einen guten Appetit. Und eventuell bis zum nächsten Mal. Tschüss!